Jack, mach mal Licht. Hey, Kinder, wie läuft's denn so? Klasse Timing, Marcus. Es war weder Labor noch Stase-Tanks, aber das ist eine Art Gefängniszelle. Gefängnis? Dann siehst du Sachen, die ich nie gesehen habe. Ich habe nur gehört, Niles Sampson, der leitende Forscher dort, hätte an Kindern von Emulsionsopfern herumexperimentiert. Er hat Kinder eingesperrt und an ihnen herumexperimentiert? Ich hatte euch ja davor gewarnt. Du kannst ihn selber fragen. Was? Wie kann er noch leben? Er hat sich als KI-Konstrukt verewigt. Such das Labor und Niles. Jack ist noch nicht so weit. Marcus, wusste die Core, was dieser Niles getrieben hat? Sie haben ihn gestoppt. Irgendwann. Aber wegen so einem Zeug habe ich der Core nie getraut. Nicht mal, als meine Frau sie geleitet hat. Niles hatte wohl ein Lieblingsversuchsobjekt. Beobachtungsraum. Sie haben das Kind überwacht. Das ist abscheulich. Das alles. Ja, die armen Kinder. Marcus, wer war dieser Niles? Was genau hat er gemacht? Das war geheim. Aber es hatte etwas mit den Locusts zu tun. Also hat es etwas mit dir zu tun. Marcus, hier ist das Labor. Gut, ihr müsst euch aber von den Tanks fernhalten. Wieso? Was ist da drin? Die frühen zornigen Früchte von Niles Arbeit. Man nennt sie Sires. Bei unserer letzten Begegnung waren sie etwas launisch. Launisch. Toll. Findet Niles. Er muss in der Nähe sein. So langsam glaube ich, dass dieser Niles kein netter Kerl war. Komm schon. Ich bin bereit für diesen Widerling Niles. Also, so eine Idee, was du den Kerl fragen wirst? Du weißt schon, wegen deiner Verbindung. Wahrscheinlich befrage ich ihn zuerst zu der ganzen Sache mit den eingesperrten Kindern. Okay, verständlich. Und dann? Und dann... Was hat das alles mit mir zu tun? Okay, Marcus. Wir sind da. Sucht einen Schalter, um seine KI zu aktivieren. Und dann setzt die Aluhüte auf.
Marcus, das hat nicht geklappt. Was? Hört ihr zu? Okay. Werden wir zuhören? Hört zu! Hört mir endlich zu! Das ist wirklich Niles. Nach all den Jahren immer noch völlig irre. Jack, komm her und schnapp dir sämtliche Dateien. Oh, hallo. Wie unanständig. Hey, fängt Jack sich ein Virus ein, wenn er sich einklingt? Ich weiß nicht. Schrub ihn einfach gründlich ab, wenn ihr fertig seid. Ah, shit. Die meisten Dateien sind beschädigt, aber in einigen davon steht etwas namens Kadar. Sagt ihr das was? Nein. Mir aber schon. Ich werde Bert einen Blick drauf werfen lassen. Was war das? Scheiße! Komm schon, Chef! Die letzte Reinigung. Hat sie begonnen? Darf ich auslöschen? Chef, wir müssen los! Wie sagte doch jemand so schön? Gut Nacht! Marcus! Hier füllt sich alles mit Gas! Dann nicht wie raus da! Weg hier! Los, los, los! Das ist übel! Nein! Hier lang nicht! Treppe! Nimm die Treppe! Das Gas wird immer mehr! Los, los, los! Nicht umdrehen! Hier lang! Sag mir, dass Jack genug Daten von diesem Spinner hat! Überprüfen wir im Skiff. Los, über das Dach. Hey, da kommen Feinde! Bist du dir sicher mit diesem Dachplan? Rüber auf die andere Seite! Erwischt! Zum Skiff! Ziel ausgeschaltet!
nehme zurück, was ich gesagt habe. New Hope, kein schöner Ort. Stimmt. Ich glaube, ich hatte genug für einen Tag. Oder zwei. Oder für immer. Gehen wir zurück zum Skiff und sehen nach, ob wir eine Spur haben. Leute, seid ihr draußen? Ja. Hat Bert was mit den Daten anfangen können? Eine Menge. Kurz bevor der letzte Wissenschaftler New Hope verließ, hat ihm jemand eine Nachricht aus einem Labor aus Mont Kadar geschickt. Der ehemaligen Locust-Hochburg. Okay. An diesem Ort habe ich viel gekämpft. Von einem Labor habe ich noch nie gehört. Naja, das ist doch gut, oder? Für uns. Wenn du meinst. Das Problem ist, dass die Herkunft der Nachricht verschlüsselt ist. Okay, dann verfolgen wir die Nachricht zurück zu ihrem Ursprung. Über die Funktürme, die so passiert hat. Es hat einen Grund, warum wir dich dabei haben. Geh einfach raus und suche einen der Türme, dann finden wir auch den Weg zurück. Okay, geht klar. Und diese Funktürme, wo finden wir die? Wir müssen weiter hoch. Wir sollten Richtung Osten fahren. Welche Tore gibt es denn da draußen? Jack, sieh mal, was du tun kannst. Man sollte die alte Chor für ihre Fortschritte bei großen Toren mehr würdigen. Oder sie wurden genug gewürdigt. Na los, gehen wir rein und machen es frei. Okay. Eliminiert!
eingeschaltet. Okay, wir haben alle erwischt. Kümmern wir uns jetzt um das Tor. Jack, sieh mal, ob das Tor öffnet. Also, was meinst du, finden wir auf der anderen Seite von dem Ding? Bitte, es geht auf! Okay, beide Tore offen. Also, zurück zum Skiff. Außer du willst zu Fuß zu den Funktürmen laufen. Sorry, aber nein. Da muss ich passen. Los geht's. Sieh mal einer an. Da vorne ist ein Funkturm. Hoffentlich ist eine der Luhok-Nachrichten durchgegangen. Selbst wenn, brauchen wir die Übertragungsdaten von zwei Türmen. Einer reicht nicht aus, wenn wir rausfinden wollen, von wem die Nachrichten kamen. Dann lass uns losgehen. Warum hat der Oskar kein Schneemobil? Irgendwas mit Heizung! Viel Glück bei der Treibstoffsuche hier draußen. Ein Skiff wie das hier ist am praktischsten. Ja, vielleicht. Wir müssen anscheinend zu Fuß zu diesem Turm. Ich muss mich immer wieder fragen, warum hat sich JD so stark verändert? War es das Koma? Die Schuld? Jim war's. Hat uns als die Bösen dastehen lassen und ihn zum Captain befördert, was... Egal. Ich hätte nie gedacht, dass JD so... cool war. Naja, er ist immerhin Anya Strouds Sohn. Das weißt du. Und der von Marcus Phoenix. Ja, keine Ahnung, warum da jemand Probleme haben sollte. Na los, gehen wir rein. Meinst du, der Weg zum Turm ist frei? Finden wir's raus. Und die Sturmfront? Wenn's sein muss, gehen wir durch. Wie beim letzten. Marcus, wir haben einen Funkturm an einem Berghang gefunden. Wir sind jetzt auf dem Weg dahin. Verstanden. Wie ist das Wetter? Was denkst du? So schlimm, ha? Seid vorsichtig. Zentrale Ende. Vorsicht! Kommt, hier lang! Achtung! Da kommt Eis! Wir sind hier völlig ungeschützt! Weiter! Such eine Zuflucht!
langsam, warum hier niemand mehr lebt. Ja, und wenn wir nicht weitergehen, sterben wir hier oben. Ja, los, da vorne ist eine Höhle. Shit, sie ist besetzt. Nicht mehr lang, schmeißen wir sie raus. Ich sehe dich. Helf mir hoch. Macht der Schwarm hier oben im Gebirge. Du hast Markus gehört. Kadaver, das Locust-Hauptquartier. Vielleicht zieht sie irgendwas an. Okay, sehen wir uns nach einem Ausgang um. Mit dir. Na los, bald kann's nicht mehr sein. Kate, und wenn der Turm ein Reinfall ist? Ich bin hier, um Antworten zu finden. Ich gehe erst, wenn ich welche habe. Weiter! Die Thermokleidung hält uns nicht ewig warm! Siehst du den Sturm? Da macht der Träger mir weniger Sorgen. Halt! Ich nehme das zurück! Ich liebe diesen Sturm! Anhöhe links! Flankiert sie! Danke.
ausgeschaltet. Das verdammte Labor finden. Okay. Wir müssen einfach über die Kommandokonsole auf die Daten zugreifen. Bereit?